Dann geht's mal weiter. Und zwar mit Mimiron. Gehen wir erstmal hier auf Mimirons Raum. Oh, das sollte funktionieren. Mimiron im Hard Mode ist wahrscheinlich mit der schwierigste Fight der vier Keeper. Und er wird einige Zeit im Progress beanspruchen, wenn sich eure Raid-Member nicht vorher schon ein bisschen darauf vorbereiten. Mimiron selber hat vier Phasen. Und wie immer gehe ich jetzt einmal die Phasen durch, was der ganze was alles passiert und wie ihr damit am besten umgeht. Also, machen wir mal hier Phase 1, Phase 2, Phase 3 und Phase 4. Wunderschön. So. In Phase 1 kämpft ihr gegen... Sieht man das hier irgendwo? Gibt es hier für ein Icon? Nein. Also bleiben wir bei dem Icon. In Phase 1 kämpft ihr gegen seine Füße. Das ist so ein Roboter, der ein bisschen aussieht oder ziemlich genauso aussieht wie Flammenleviathan. Bei dem Fight auch wieder, es hilft ungemein, diese Resistance Flask zu nehmen, die eure Resistance um 50 erhöht und Feuerauran zu haben. Weil der mitgrößte Teil, den der gesamte Raid an Schaden bekommt, ist Feuer. Also Resistance Flask im Progress, super nice, kann ich nur empfehlen, benutzen wir auch. Hier oben ist ein roter Button. Kann ich den rot machen? Weiß ich nicht. Red. Da oben ist der rote Button. Wenn ihr da drauf drückt, macht ihr den Hard Mode. Der Hard Mode unterscheidet sich in dem Fall, dass im gesamten Fight immer überall Feuer ist. Und wenn ihr den Boss pullt, wollt ihr, dass euer gesamter Raid hier oben in der Ecke, und ich nehme mal wieder das Tankzeichen, was den Raid symbolisiert, ganz oben in der Ecke steht. Alle fertig geflasket und Food genommen, gebufft, fertig aus. Alle stehen da oben. Und der Tank oder wer auch immer steht am roten Button. Pulltimer, roten Button drücken und der Fight startet. In Phase 1 hat der Boss folgende Mechaniken. Einmal hat er... Ach, guck mal, da haben wir doch den roten Button. Upp, da ist der rote Button. So. Der Grund, warum wir oben in der Ecke stehen, ist, dass den gesamten Fight über spawnen an drei Stellen, wo Raid-Member stehen, Feuer-Patches. Und das ist auch die Hauptmechanik, die euch den ganzen Fight über stresst. Das heißt, wo haben wir hier ein Feuer, Bombard, Flames. So. Ganz am Anfang wollen wir, dass das allererste Feuer, wenn man den Boss pullt, in diese Ecke oben gebaitet wird. Deswegen steht der gesamte Raid dort. Derjenige, der den Button drückt, drückt und läuft auch mit in die Ecke rein. Und auf dem PTR war es noch ein bisschen buggy, weil der Boss dann sofort losgefahren ist, aber dann sollte erstmal ein kurzes RP kommen und dann fährt der Boss los. Sollte das noch genauso sein wie auf dem PTR, dann fährt der Boss sofort los und hat Agro auf einen Spieler, aber man kann ihn nicht angreifen. Aber das war buggy. Ich hoffe, die fixen das. Und der kloppt dann einfach die Spieler tot. Falls das so sein sollte, dann lasst ein Warlock sich runtertappen und der Tank, also der Parler-Tank in dem Fall, würde den Warlock heilen, um Heal-Agro zu bekommen. Wie gesagt, das ist buggy, das soll so nicht sein, war aber so und wenn es so drin bleibt, macht es so.
Für den Fight benötigt ihr nur einen Tank. Und am besten 6 Heiler. Also ein sehr heal-intensiver Fight. Wenn das erste Feuer gespawnt ist, geht quasi der Fight los und euer gesamter Raid läuft raus. Und das Feuer startet da oben in der Ecke. Das Feuer funktioniert so. Stellt euch das Feuer vor wie eine Schlange, wie bei Snake damals auf dem Nokia. Der Spieler, der am nächsten am Feuer steht, dahin erweitert sich das Feuer. Das heißt, stellt euch jetzt einfach vor, alle 3 Feuer würden das tun. Steht ein Spieler hier, dann ist das so in einem 5-Sekunden-Intervall ungefähr und dann spawnt das nächste Feuer. Und 5 Sekunden später spawnt das nächste Feuer. Und das Feuer bleibt da, aber vom Kopf des Feuers aus spawnt immer wieder ein neues. Und das bei allen 3. Das heißt, lauft ihr hierhin, einer läuft hierhin, einer läuft dahin, einer läuft dahin, dann würde dieses Feuer jetzt so spawnen und in die Richtung laufen. Ja, und das Feuer geht zu dem, der hier am nächsten dran ist. Ihr wollt diese Feuer die ganze Zeit unter Kontrolle halten. Das heißt, grundsätzlich für alle Caster, seid darauf gefasst, dass das Feuer an euch spawnen kann und ihr die Person seid, wo das hingeht. Am Anfang spawnen alle Feuer natürlich an derselben Stelle, weil wir es dahin baiten. Im späteren Verlauf spawnen die aber eins hier, eins da, eins da. Und man kann dann schwer Spieler einteilen und sagen, du kümmerst dich nur um das Feuer, weil der müsste dann hier hinlaufen, der müsste da hinlaufen, der müsste da hinlaufen. Und ne, also jeder Spieler sollte diese Mechanik wissen und wissen, okay, neben mir ist ein Feuer gespawnt, das wird mich jetzt verfolgen. Und das Ziel ist es, das Feuer so klein wie möglich zu halten und vor allen Dingen um den Boss herum im Kreis, also hier, einen Durchgang zu lassen. Ihr wollt das Feuer nicht bis vorne zum Boss haben und bis hinten an die Wand, weil dann versperrt ihr quasi den Durchgang und hier könnte keiner mehr durchlaufen. Und das ist für Phase 2 und Phase 4 wichtig, dass das so nicht passiert. In Phase 1 könnt ihr aber, dadurch, dass alle hier zusammen spawnen, einen Spieler dafür einteilen, diese Feuer zu kiten und zu kontrollieren. Und am besten nehmt ihr dafür euren Hunter. Das heißt, der Hunter bleibt einfach hier stehen und kitet das Feuer ein bisschen runter, ein bisschen wieder hoch, ein bisschen runter, so dass das Feuer in diesem Bereich hier bleibt. Ja? Der Boss wird in Phase 1 hier runterfahren und ihr tankt den mehr oder weniger am Anfang hier. In Phase 1 und auch nur in Phase 1 macht der Boss einmal eine Flame Suppression. Haben wir die hier vielleicht irgendwo? Hier. Einmalig. Und damit löscht er das gesamte Feuer im Raum. Und das macht er ungefähr, wenn der Boss so 30-40% HP hat. Das heißt, alle Feuer, die dann hier waren, werden gelöscht. Aber er spawnt auch immer weiter neue Feuer. Das heißt, vor dieser ersten Flame Suppression ist es egal, wo eure Caster oder Healer sich aufhalten. Nach der Flame Suppression ist es nicht mehr egal. Weil danach macht der Boss keine Ability mehr, wo er das Feuer im gesamten Raum löscht, sondern nur noch punktuell. Das heißt, sobald die erste Flame Suppression kam, müssen alle DDs irgendwo auf einer Seite des Raums sein. Und die Mitte sollte freigehalten werden. Niemand darf in der Mitte stehen. Das heißt, am Anfang geht der Fight los, die ersten 3 Feuer spawnen, die werden ein bisschen gekitet und der Tank zieht den Boss mehr oder weniger einfach rückwärts so ein bisschen
hier entlang. So, hier startet er und so ein bisschen hier runter. Und sobald die erste Flame Suppression kommt, wie gesagt, alle eher Richtung Wand gehen. Was dabei wichtig ist, niemand darf zusammenstehen, denn der Boss hat noch eine Ability, die heißt Napalm Schelm. Und Napalm Schelm geht auf 2 random Spieler und ist ein Dot, der massiven Schaden auf die Spieler macht. Aber wenn ihr zu zweit nebeneinander steht oder zu dritt, 4, 5, 6, 7, dann kriegen den alle ab. Das heißt, ihr wollt, haben wir hier Napalm Schelm, Leviathan 1, Napalm Schal. Hier steht jetzt auch nicht in was für einer Range, aber es ist so ungefähr 8 Yards. Das heißt, ihr wollt immer in Phase 1 gespreadet stehen. Das ist der Hauptgrund, warum in Phase 1 Leute sterben. Das heißt, guckt, dass ihr den gesamten Fight in Phase 1 verteilt steht. Wenn die erste Flame Suppression kam, guckt ihr, dass ihr alle ein bisschen Richtung Wand geht. Und in der Regel zieht der Tank den Boss ja nach hinten weg. Irgendwann wird man wahrscheinlich hier sein. Die Melees stehen dran. Dann guckt, dass ihr Caster und Healer euch so ein bisschen verteilt. Richtung Wand. Damit die nächsten Feuer, die spawnen, bei euch Richtung Wand spawnen. Dann spawnen wieder 3 Feuer, lass es hier die Spieler sein. Und von den Feuern geht's wieder, spreaden die sich wieder weiter aus. So, und es kommt die ganze Zeit weiter dieses Napalm Schelm. Oder Napalm Shell, so. Was für die Melees wichtig ist in Phase 1 ist, es spawnen einmal Minen. Und die haben wir. Wollen wir die Minen? Minen. Um den Boss herum in einen Kreis schmeißt der Minen. Auch so alle 30, 40 Sekunden eine neue Gruppe. Es gibt immer, das ist einmal im Kreis so ein Minenring. Und es gibt immer 1, 2 Löcher, wo ihr quasi durchgehen könnt. Lauft nicht über die Minen. Die machen viel Schaden. Lasst es sein. Einfach da bleiben, wo ihr seid, nah am Boss und nicht über die Minen rausrennen. Ihr müsst aber als Melees ab und zu rausrennen, denn der Boss castet einen Schockblast. Da fängt der Boss an zu leuchten und das ist ähnlich wie die Ability von dem kleinen Zwerg bei Iron Council. Bumm, explodiert und um den Boss herum würdet ihr sterben. Ist ein One-Shot. Das heißt, wenn er Schockblast castet, müssen die Melees vom Boss weglaufen. Lauft dann durch die kleinen Löcher in diesem Minenring durch, raus und danach wieder ran. Wenn, das ist alles, was in Phase 1 passiert, außer eine Sache kommt noch und das ist Plasma Blast. Das ist eine Ability, die macht Mimiron auf den Tank. Und der Tank bekommt einen Dot, der 6 Sekunden lang, ich glaube, fast 50.000 Schaden auf den Tank macht. Plus den normalen Auto-Attacks. Ihr müsst für jeden Plasma Blast ein Death-CD haben. Egal wie. Der erste Pain Suppression, der zweite vom Tank der Death-CD, der dritte Engel plus Bubble, Zack. Irgendwas. Aber für Plasma Blast muss ein Tank-CD da sein. Sonst stirbt er einfach. Es ist möglich, wenn 3, 4 Heiler auf dem Tank durchspammen, das ohne CD zu machen, ist aber die übelste Mana-Verschwendung und die Chance, dass der Tank stirbt, ist immer noch gegeben. Also, teilt dafür CDs ein. Und wie gesagt, am Ende zeige ich euch wieder unsere Einteilung und ihr könnt die einfach übernehmen. Wenn die Füße oder der Panzer 0% erreicht, startet Phase 2. Der Boss fährt in die Mitte des Raumes und macht, dann fahren da so Wände hoch und er macht sich bereit für Phase 2. So, was wichtig ist in der Phase ist, wir werden dann hier ein paar Feuer haben, die schon angefangen haben zu laufen und Richtung Raidmember gegangen sind. In der Regel macht das der Tank oder der Raidleiter, der macht sich einen Mark über den Kopf, Dreieck oder so,
und alle Spieler treffen sich an dem Mark. Und das Ziel ist es, alle Feuer im Raum an einem Punkt zu bündeln. Das heißt, wenn das Feuer jetzt so ist, wie es hier ist, würde ich als Tank genau in die Mitte von den drei Feuern laufen und der gesamte Raid kommt dazu. Alle laufen zum Mark. Und jetzt fängt das Feuer an, von allen Seiten Richtung die Raid-Gruppe zu laufen, weil der nächste Spieler steht ja hier drin, weil wir einen Stack bilden. So, das heißt, wir kriegen alle drei Feuer an einen Ort. Und der Tank läuft dann am besten so, dass das Feuer wieder in einem kleinen Bereich bleibt. Ihr wollt das ganze Feuer in so einem Bereich haben. Und in der Phase, die jetzt kommt, ist es noch wichtiger, dass ihr das so am Anfang habt. Da komme ich gleich auf die Ability drauf ein. Das heißt, der gesamte Raid moved hier. Ups, kann ich hier raus? Nein. Es bleibt so, ich mache das jetzt noch weg, weil es sonst zackt. Moved den Tank oder dem gemarkten Spieler hinterher und das Feuer wird dann dem Raid verfolgen. Und ich mache jetzt mal, der Raid ist jetzt wieder einfach nur der Tank, damit es ein bisschen einfacher ist. So. Zack, alles auf einen Punkt. Kurz bevor die zweite Phase losgeht, schießt der Boss noch einmal ein Feuer raus. Und es spawnen ja immer drei Feuer auf einmal. Und dafür steht ihr zusammen und das wollt ihr baiten. Das heißt, kurz bevor Phase 2 losgeht, spawnen noch einmal drei Flammen genau auf dem Raid. Und das ist der Moment, wo der gesamte Raid außer der Tank sich verteilt. Das heißt, die drei Flammen spawnen und dann schwupp, die Midis laufen hier rum, gehen an den Boss, die Caster laufen rum und dann wollt ihr euch im Kreis, so gut es geht, um den Boss verteilen. So. Irgendwie so. Ja. Der Platz zwischen Feuer und Boss ist dann nicht mehr groß, aber ich würde es empfehlen, dass die Melee-DDs sich dahin stellen, wo das Feuer ist, und die Caster und Healer auf die andere Seite. Der Tank ist jetzt dafür zuständig, das Feuer, was sich weiter ausdehnt, zu kiten. Läuft dann hier oben rum, hier durch, legt hier überall das Feuer ab und das an einem Ort zu bündeln. Denn, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die im P2 passieren. Relativ am Anfang von P2 schmeißt der Boss eine Frostbombe dahin, wo Feuer ist. Und er wählt immer den Ort aus, wo das meiste Feuer ist. Und diese Frostbombe explodiert in einem Radius, der ungefähr so groß ist. Wenn die Frostbombe hier in der Mitte ist. So. In diesem Radius wird alles Feuer, was es gibt, gelöscht. Aber in dem Radius macht die Frostbombe auch Schaden. Das heißt, in dem Moment, wo die Frostbombe dort liegt, gehen die Melees auf die gegenüberliegende Seite. Warum die Melees hier am Anfang stehen, ist, in P2 steht der Boss statisch in der Mitte und braucht keinen Tank. Er schießt einfach immer auf eine Seite, er wählt quasi einen Spieler an und schießt auf die Seite seine ganz normale Attacke. Und diese Attacke hat einen Kegel, der ungefähr so geht. Und da schießt er hin und das macht recht viel Schaden. Dadurch, dass wir die Melees auf die Seite des Feuers tun, geben wir denen die Chance, dem Boss auf die Melees zu schießen. Würden die Melees jetzt hier stehen, würde der Boss niemals, außer natürlich, der wählt den Tank an, was eine Chance von 1 zu 25 ist, in die Richtung schießen. Das heißt, wir können den ersten Schuss in die Richtung baiten, wo keine Spieler stehen. Weil sobald der Schuss kommt, laufen die Melees sowieso immer auf die Rückseite. Die Melees laufen quasi die ganze Zeit im Kreis um den Boss und weichen diesen normalen Schüssen aus. Das ganze Feuer ist jetzt hier gelöscht worden mit der ersten Frostbombe. Oder fast das ganze Feuer.
wenn ihr das nicht perfekt in so eine Ecke reinlegt, kann es sein, dass rechts und links irgendwie noch ein Feuer überbleibt. Und von dem Feuer geht es natürlich weiter. Das läuft einfach die ganze Zeit weiter. Das heißt, das im Phasenübergang gut an eine Wand zu stecken und im kleinen Bereich zu halten, hilft sehr für die zweite Phase. Der Tank ist jetzt in der Phase die ganze Zeit damit beschäftigt, das Feuer wieder zusammenzubringen oder gut zu spreaden. Wenn das so sein sollte wie jetzt, dass oben und unten eins bleibt, geht der Tank an ein Feuer und kitet das in die Richtung. Und hier müsste sich jetzt ein Range-DD finden, der hier steht und das darunter kitet. Und genau da kommt ja das Problem rein. Wenn du jetzt von vorne hinein ein DD dafür einteilst und der steht am Anfang hier und muss dann hier rüberlaufen, verlierst du recht viel Schaden. Das heißt, seid ihr der Range-DD und ihr steht hier, dann ist das ab jetzt eure Duty, dieses Feuer Richtung Tank zu bringen. Damit der Tank wieder das Feuer übernehmen kann und alle Feuer wieder dem Tank hinterherlaufen. Es spawnen weiterhin immer wieder drei neue Feuer. Das heißt, irgendwann ist natürlich das Feuer hier weiter nach da gespreadet. Das Feuer im besten Fall in die Richtung. Und dann fängt der Tank hier an, dieses Feuer wieder ein bisschen im Kreis zu machen. Weil einen großen Fleck Feuer zu machen, baitet die Frostbombe, weil es kommen mehrere Frostbomben dazu, dort auf den Haufen drauf zu gehen. Es spawnen aber, wie gesagt, weiter drei Feuer. Das kann sein, dass das nächste Feuer hier spawnt, das eine hier und das dritte hier. Diese Feuer müssen dann natürlich wieder ein bisschen unter Kontrolle gehalten werden. Ihr könnt als Range-DD nicht einfach sagen, ah, fuck it, ich laufe hier weg und stelle mich irgendwo anders hin. Spawnt das Feuer neben euch, kümmert euch darum. Bringt das am besten Richtung einem anderen Feuer. Der Boss schießt die ganze Zeit in irgendeine Richtung sein Zeug. Und dann kommt seine Special Ability und das ist P3WX2 Laser Barrage. Das seht ihr A daran, dass euer DBM komplett ausflippt und B, dass der Boss in eine Richtung guckt und seine Hände sich aufladen. Dann habt ihr 5 Sekunden oder so Zeit, vor dem Boss wegzugehen. Denn auch diese Attacke hat ungefähr so einen Kegel. Und dann fängt er an und dann hört ihr tschu, 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 und der Boss fängt an, sich dabei zu drehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in beide Richtungen gehen kann. Gehen wir mal davon aus, aber auf jeden Fall, angenommen, es geht in die Richtung, dann dreht sich der Boss und dreht sich und schießt, schießt, schießt. Und jeden, den er trifft, der stirbt. Das ist ein One-Shot. Und der Boss hört dann irgendwo hier auf. Aber er dreht sich fast einmal um 180 Grad. Das heißt, alle DDs, die hier stehen, müssen ihre Füße in die Hand nehmen und laufen. Es hilft natürlich, wenn ihr der hier seid, so zu laufen und nicht den langen Weg zu nehmen. Und genauso für die Melees, geht auf die Rückseite, Max Melee Hit Range und lauft mit. Und in der Phase, auch wenn das ist so das Einzige, was passiert, kommt massiver Raid-Schaden. Denn zusätzlich kommt noch die Heatwave. Das kommt so alle 15 Sekunden und macht einen Dot auf jeden im Raid, der über 5 Sekunden lang 10.000 Schaden auf jeden zufügt. Das in Verbindung mit dem ganz normalen Auto-Attack kann Spieler töten. Es ist der Raid-Schaden, der in P2 rausgeht, ist massiv. Und das ist auch die Phase, wo ihr Heal-CDs benutzt, Death-CDs benutzt, Bloodlust benutzt. Alles, um am Leben zu bleiben. Weil die Phase, die danach kommt, ist für die Heiler nicht ganz so mana-intensiv wie diese Phase. Und hier in der Phase sterben deutlich öfter Raids als in der dritten Phase. Weil die dritte Phase ist im Gegensatz dazu sehr einfach. Also, weicht dem Laser Barrage aus, passt auf die Feuer auf,
called die Frostbombe. Wenn die Frostbombe hier spawnt, müsst ihr davon weg. Die hat einen riesigen Radius und die tötet euch. Also weg von der Frostbombe. Die Frostbombe hilft euch natürlich auch, weil sie Feuer wegmacht. Nach der Frostbombe ist es wichtig, dass Spieler wieder diesen Raum ausnutzen. Weil wenn ihr alle auf der Seite steht und der Boss die ganze Zeit seine Autotext macht, dann macht ihr die nur hierhin und trifft immer Spieler. Wenn ihr euch um den Boss wieder drumherum verteilt, nachdem die Frostbombe rausgegangen ist, hat der Boss die ganzen 360 Grad, wo er hinschießen kann. Und der Bereich, wo er hinschießt, stehen potenziell weniger Spieler, als wenn ihr alle auf einer Seite steht. Steht ihr alle auf einer Seite, kann ich euch jetzt schon versprechen, werdet ihr zu 99% sterben und eure Heiler werden oben sein, weil ihr so viel heilen müsst. Wenn der Boss dann 0% hat, geht er wieder in die Mitte, die Wände fahren wieder hoch und kurze Zeit zum Verschnaufen. Das Feuer bleibt aber da. Ja, wie auch am Anfang oder im Phasenübergang von 1 zu 2. Das heißt, ihr wollt in der Phase auch wieder stacken, um das Feuer, was da ist, ordentlich zu baiten. Und es kommen wieder drei neue Feuer. Immer wieder kurz bevor die Phase anfängt, spawnen drei neue Feuer. Das heißt, ihr wollt, lass mich das hier kurz löschen, ihr habt dann jetzt überall im Raum, und so wird es wahrscheinlich bei euch aussehen, überall im Raum werdet ihr Feuer haben. Wenn ihr es gut gemacht habt, dann sind die natürlich schön zusammen und ihr habt Wege, um hier durchzulaufen. Ach, und ich sollte mal hier die Phasen auch mal wegnehmen. So. Ihr trefft euch dann wieder bei dem Spieler mit dem Mark. Also alle laufen da wieder hin, um das nächste Feuer zu baiten. Und das macht ihr wieder so, dass ihr dorthin geht, wo relativ viel Feuer ist, und das baitet ihr dahin. Und dann muss der Spieler mit dem Mark ein bisschen drauf achten, wo ist relativ viel Platz im Raum. Dann kommen die drei neuen Feuer vom Phasenübergang. Und das ist der Moment, wo ihr quasi auf die Position geht, wo ihr die Phase beginnen wollt. Und wenn ich den Raum hier jetzt so sehe, würde ich als Tank hier hinlaufen und mich dazu entscheiden, so in die Richtung Phase 3 zu spielen. Weil in Phase 3 lauft ihr mehr oder weniger von einem Startpunkt aus einmal im Kreis um den Boss herum. Und ich starte immer dort, wo ich den meisten Platz zum nächsten Feuer hin habe. Natürlich, hier ist es ähnlich, aber angenommen, hier wäre auch noch ein Feuer, dann wäre das für mich der Ort, wo ich anfangen würde. Wenn Phase 3 dann beginnt, dann kommt Mimirons Kopf. Und das ist eine Einheit, die fliegt. Und das ist auch eine Ad-Phase. Das heißt, in der Phase kommen verschiedenste Ads. Wir haben einmal den Assault-Bot. Und den erkennt ihr daran, ihr seht diese Kreise hier. Auf den Kreisen kommen so Beams runter, die genauso aussehen wie bei Flammenleviathan Hard Mode. Ein orangener Beam zeigt euch an, dass dort ein Assault-Bot spawnen wird. Und hier sind die Farben für die anderen. Ich glaube, grün. Grün zeigt an, dass ein Junkbot spawnt. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, orange Assault-Bot. Wenn ihr einen orangenen Strahl seht und ihr seid ein DD, der da in der Nähe steht, weg. Sofort weg. Die Assault-Bots sind Hard-Hitter. Das heißt, wenn die jemanden hauen, stirbt er in der Regel. Also neben den Assault-Bots haben wir die Junk-Bots. Das sind einfach nur so kleine Roboter, die mehr oder weniger off-getankt werden und im AOE mitsterben. Dann haben wir Boom-Bots. Das sind kleine Bomben, die einen Spieler im Raid targeten, zu dem hinlaufen in einer straighten Line und auf dem Spieler explodieren und im Umkreis von, weiß nicht, 10 oder 8 Yards
relativ hohen Schaden machen. Keine Ahnung, vielleicht so 12.000 bis 15.000. Und dann habt ihr noch die Emergency Firebots. Also, ihr habt vier verschiedene Ads, die rumlaufen, plus den Kopf. So, ihr wollt das so angehen. Teilt vor dem Kampf einen Warlock dazu ein, den Kopf zu tanken. Dieser Warlock, im besten Fall ist das ein Demolock, da der ein bisschen weniger Schaden nimmt, castet erstmal ein paar Mal Searing Pain auf den Boss. Damit der die Agro hat. Der Boss schießt dann einen Strahl immer wieder als Auto-Attack, der macht so gut 10.000 Schaden pro Schuss. Also Warlock tankt den Kopf. Der Assault-Bot im 25er haut der so hart rein, dass ihr dort einen Range-Tank für einteilen wollt. Und das macht für euch ein Death Knight. Das heißt, ein Death Knight sollte in der Phase auf Frostpräsenz switchen und diesen Bot mit Icy Touch und den Chains slowen und Agro drauf aufbauen und ihn quasi kiten. Der Bot kann auch gestunt werden, also wenn ihr einen Hot habt oder so, kann alles drauf gemacht werden. Die Bombe wollt ihr auch, dass sich da ein Spieler, der einen Taunt hat und viel HP hat, drum kümmert. Und wir machen es so, dass das der Tank macht. Der Tank kümmert sich um die Boombots und um die Scrapbots. Sollte ein Scrapbot mal auf einen Heiler draufhauen für eine kurze Zeit, ist das nicht so wild. Die Boombot darf aber nicht in den Raid kommen. Das heißt, immer wenn Boombot spawnt, muss der Tank, angenommen, die spawnt hier hinten und die läuft straight rein, muss der Tank den Boombot taunten, das ist wichtig, der muss getauntet werden, damit der das Ziel wechselt und der Tank muss ranlaufen, dass diese Bombe beim Tank explodiert. Und der muss quasi so ein Schutzschild um den Raid bilden. Spawnt die hier, muss der darüber und die taunten. Ja, also immer die Boombots abfangen und nebenbei die Scrapbots tanken. Ja, wenn gerade kein Boombot kommt, auf die Scrapbots draufhauen, Boombot spawnt, taunten, hinlaufen, boom und wieder zurück in den Raid und die Scrapbots tanken. Die Emergency Firebots, die helfen uns und schaden uns. Das ist in Phase 3 die Ability, die das Feuer entfernt. In Phase 1 haben wir Flame Suppression, in Phase 2 haben wir Frostbombe und in Phase 3 haben wir die Firebots. Die laufen überall kreuz und quer durch den Raid und löschen das Feuer. Aber wenn ihr vor so einem Bot steht, seid ihr mehr oder weniger tot. Ich glaube, das silenced euch. Warte, lass mal hier kurz reingucken. Bombenbot. Notfallfeuerbot. Bringt alle Spieler im Umkreis von 10 Metern um den Bot zum Schweigen. Und fügt allen Spielern innerhalb von 15 Meter in einem Kegel vor dem Emergency-Bot starken Frostschaden zu und kickt sie zurück. Wenn ihr davor steht, seid ihr wahrscheinlich tot. Das heißt, die helfen uns. Wir wollen die nicht töten, damit die das Feuer wegmachen. Aber sollte so ein Bot Richtung Raid laufen, dann müsst ihr ihn töten, damit er den Raid nicht komplett silenced und tötet. So, und die laufen hier die ganze Zeit und davon kommen 5 bis 10 Stück. Und die laufen hier die ganze Zeit von Feuer zu Feuer und machen das aus. Also, wenn ein Assault-Bot spawnt, der DK-Tank, Icy Touch, Icy Touch, Icy Touch. Nicht slowen, wenn der Mob noch irgendwie 30 Yards weg ist. Denn die Melees kümmern sich darum, den zu töten. Und angenommen, der spawnt hier und ihr habt hier ein Feuer und der ist schon geslowt, während er hinläuft, dann können die Melees nichts machen. Und wenn ihr den stunt und slowt, während er in einem Feuer steht, können die Melees nichts machen. Das heißt, lasst ihn rankommen, macht in der Zeit Agro drauf und sobald er attackbar ist für die Melees, slowen. Der DD kitet den dann einfach nur, während die Melees den töten.
zu den Boombot und den Scrapbots habe ich gerade schon was gesagt. Die Scrapbots laufen in der Regel immer zu den Heilern. Als Tank haut einfach drauf, holt euch die Agro, die werden nebenbei kaputt gemacht, wenn kein Assault-Bot ab ist, hauen die Melees die Scrapbots um. Und oberste Priorität, kein Boombot darf in den Raid kommen. Oberste Priorität für den Tank. Lieber ein Scrapbot, einen Heiler hauen lassen, als ein Boombot in den Raid reinlaufen zu lassen. So. Auch in der Phase spawnen natürlich Feuer, aber dieses Feuer hat ein Hardcap. Es kann nur eine gewisse Anzahl an Feuer gleichzeitig in dem Raum sein. Und es spawnt neues Feuer, die Bots löschen Feuer. Das heißt, es wird in der gesamten Phase überall Feuer sein, aber so moderat, dass ihr euch irgendwie durch das Feuer schlängeln könnt. Ja, also lauft mit dem Raid mehr oder weniger immer ein bisschen weiter, wo dann was frei ist. Ihr seht, hier vorne haben die Boombots alles frei gemacht. Dann callt das und sagt, okay Leute, folgt dem Mark, wir moven weiter. Und dann movet ihr einfach eine ganze Strecke und stellt euch in die freie Fläche. Dass ihr hier wieder ein bisschen Luft habt. Jetzt zu dem Boss. Die Phase ist vorbei, wenn dieser Kopf, der oben rumfliegt, auf 0% ist. Da er oben rumfliegt, ist das die Aufgabe der Range DPS. Das heißt, die Range DPS kümmern sich um den Kopf. Wenn aber ein Assault-Bot stirbt, kann dieser Mob gelootet werden und der hinterlässt so ein Device. Das heißt, teilt einen Melee-DD dafür ein, diesen Mob zu looten. Wenn ihr dieses Device unter den Kopf legt, dann fällt der Kopf vom Himmel runter, landet auf dem Boden, ist gestunt und bekommt für, ich glaube, fast 15 bis 20 Sekunden 50% mehr Schaden. In der Zeit können natürlich auch die Melee-DDs draufhauen. Und als kleinen Tipp dazu, killt erst zwei Assault-Bots, sammelt zwei von diesen Devices und legt die direkt hintereinander weg, wenn ihr eine gute Stelle habt, wo ihr stehen könnt. Denn wenn der Warlock hier steht, der Kopf hat auch eine Range-Attacke, der Kopf bleibt hier. Der Warlock muss schon nach hier hinten laufen, damit der Kopf in eine Zone kommt, wo kein Feuer liegt. Weil ihr wollt den Kopf natürlich auch nicht unbedingt in Feuer reindroppen. Wenn ihr einfach zweimal, ihr sucht euch eine gute Stelle und legt dieses Device direkt zweimal hintereinander hin, dann könnt ihr 30, 40, 50 Sekunden, whatever, auf dem Kopf nuken mit 50% mehr Schaden. Und das ist auch, so macht man sich die Phase halt einfacher. Lieber ein bisschen Schaden auf den Kopf sacrificen und eine gute Phase haben, wo ihr ihn runterholt, als dass die Rangers sich einen abhetzen und den Kopf runterbringen. Weil in dieser Phase, wo er 50% mehr Damage kriegt, macht der Boss nix und ihr könnt halt fett reinjucken. So. Was dann jetzt wichtig ist zum Phasenübergang ist, wenn der Tank, der die Boombots auch nimmt und in der Regel den Boss tankt, der kann ab und zu auch einfach den Kopf taunten und dann schießt der Kopf erstmal eine kurze Zeit auf den Tank. Der hält natürlich noch ein bisschen mehr aus. Sprecht das aber mit euren Heilern ab. Supra, dankeschön. Und jetzt kommt der Trick, der viele Tode am Anfang von P4 verhindert. Wenn der Kopf 4-5% HP hat, soll der Warlock das ansagen. Und dann tauntet der Tank den Kopf. Und alle Warlocks, alle Hunter, alle Mages usen Soul Shatter, Todstellen, Invis, damit die Agro gedroppt wird. Weil dann geht ihr in P4 rein und P4 läuft so. In P4 kommt Mimiron und hat alle einzelnen Teile, also die Füße, den Bauch und den Kopf, zusammengesetzt. Der Kopf übernimmt aber die Agro aus Phase 3. Und es ist einfacher, wenn ihr kurz bevor Phase 3 zu Ende ist, als Tank einmal kurz den Kopf tauntet
und wenn Phase 4 beginnt, der Kopf auf euch schießt und die Füße auf euch draufhauen. Weil ihr als Tank einfach mehr aushaltet und es ist einfacher für die Heiler, ein Tage zu heilen, als zwei Tage zu heilen. Also, wenn ihr das gut hinkriegt, den Übergang, macht das am Anfang von P4 schon mal viel aus. Sollte das nicht direkt klappen, dann muss der Tank am Anfang von P4 nochmal reintaunten. Dann darf der Warlock, der aber getankt hat, kein Soul Shatter benutzen. Weil am Ende von P3 hat der Warlock, der getankt hat, keine Ahnung, 500.000 Agro. Wenn ich dann reintaunte, habe ich 500.000 Agro. Und wenn die dann alle Soul Shatter nutzen und Agro-Drop-Sachen, dann habe ich in P4 als Tank die ganze Zeit die Agro, ohne die Gefahr zu laufen, auch wenn ich keinen Schaden auf den Kopf mache, die Agro zu verlieren. Denn der Boss stackt aufeinander. Und als Melee kannst du den Kopf nicht angreifen. Du kannst als Melee zwar den Bauch angreifen, wenn du hüpfst und eine Special Ability nutzt, aber den Kopf nicht. So, und in Phase 4, wie gesagt, haben wir den Kopf, haben wir den Bauch und haben wir die Füße. Und alle drei sind auf 50% Boss-HP. Das Ziel ist es, alle drei Teile des Bosses innerhalb von 10 Sekunden zu töten. Wenn ihr zwei down habt und den dritten nach 12 Sekunden tötet, heilen sich die anderen Teile wieder. Das heißt, es ist wichtig, alle drei Teile gleichmäßig runterzubringen. So. In der Phase wird es jetzt halt ein bisschen wilder. Denn ihr habt das Feuer, ihr habt die Emergency Firebots, also das Feuer ist überall im Raum. Die Firebots laufen noch durch den Raum, da dürft ihr nicht dran stehen. Der Boss hat aus Phase 1 die Shock Blast Ability. Das heißt, wenn die kommt, heißt das für die Melees rauslaufen. Der Boss hat aus Phase 2 die Laser Barrage, da wo er sich rumdreht und alle one-shottet, wenn sie da vor ihm stehen. Und aus Phase 3 natürlich halt den Kopf, der Schaden macht, der dann aber auf dem Tank ist. Ach so, noch eine Ability, die ich vergessen habe, ist Rocket Strike. Ab P2 macht der Boss Rocket Strike. Das sind einfach zwei so rote Kreise auf dem Boden, wo nach kurzer Zeit eine Rakete einschlägt. Da müsst ihr natürlich rauslaufen. Und das macht er in P4 natürlich auch. So, das heißt, der Boss hat die Ability, dass die Melees rauslaufen müssen. Der Boss hat die Abilities, wo alle quasi vor ihm weglaufen müssen. Das Feuer ist da, die Bots sind da und ihr müsst ihn ordentlich runterbringen. Lasst die Ranges oben auf den Kopf gehen und den Kopf so bis 20% runterhauen. In der Regel wird es so sein, dass der Kopf schneller stirbt als die Mitte und der Boden. Die Mitte wird in der Regel am längsten leben. Das heißt, teilt von vornherein vielleicht schon mal 2-3 Ranges ein, falls ihr irgendwie 7, 8, 9 habt, die auf die Mitte starten. Achtet auf diese ganzen Abilities, die da kommen. P4 ist grundsätzlich nicht schwer. Es kommt nicht mehr viel Raid-Schaden rein. Das Einzige, was halt ein Problem ist, sind diese beiden Abilities. Die Barrage und der Schockblast. Solange eure Leute auf diese beiden Abilities achten und daran keiner gewone-shottet wird, bringt ihr den Boss auch runter. Selbst wenn ihr dann nur noch 15 Leute seid und einige tot sind, bringt ihr den Boss immer noch runter, weil der Enrage-Timer ist jetzt nicht so ultra-tight. Und dann ist es halt noch wichtig, dass ihr alle Teile auf irgendwie 5 bis 10% HP bringt und die dann gleichzeitig tötet. So. Und dieser Fight, der kann ultra, ultra belastend sein. Wenn ihr im P1 immer wieder Melees habt, die an Schockblast sterben, wir hatten das selber. Ich sag's euch, ich wurde fucking salty dabei. Das sind Virage, dankeschön. Das sind so einfache Abilities. Shockblast, rauslaufen. Laser Barrage, nicht davor stehen. Die sind auf dem Papier so einfach, aber es sterben ultra viele Leute daran. Auch dir, Mikosch, auch dir, dankeschön.
wenn ihr eurem Raid was Gutes tun wollt, ja, dann seid nicht derjenige, der an diesen Abilities stirbt. Das ist für alle extrem belastend. Und diesen Fight immer wieder von vorne zu machen und zu wissen, dass der Fight recht lange geht, dass da immer wieder tödliche Abilities kommen und dass in P4 nochmal alles zusammenkommt, das geht krass an die Nerven, wenn ihr da an solchen einfachen Sachen sterbt. So. Kommen wir mal ein bisschen zur Einteilung, weil das ist ja mehr oder weniger das Wichtige. Für den Plasma Blast in P1 teilt ihr, das kommt höchstens 4-mal, bei den meisten kommt es 3-mal. Wenn ihr super viel DPS habt, kommt es 2-mal, aber in der Regel geht davon aus, dass es 3-mal kommt und teilt 4-mal ein. Den ersten machen wir mit Pain Sub, den zweiten mit einem Tank CD, den dritten mit einem Bubble Sack und einem Engel und den vierten mit Bubble Sack und LOH. So. Ihr braucht danach nie wieder wirklich diese Single-Target-Death-CDs. Die haut die für Plasma Blast raus. Und vor allen Dingen habt ihr die später sowieso wieder ready. Für das Fire-Kiten nehmt in P1 in der Regel euren Hunter. Fertig. P1. Hunter. P2. Auch der Hunter. Nicht der Hunter, sondern der Tank. Aber alle müssen das kiten können. Ja, keiner soll da, oh fuck, Feuer neben mir gespawnt, ich lauf mal schnell weg, dann kann sich jemand anders darum kümmern. Weil dann fängt das Feuer an, einmal quer durch den Raum zu gehen und genau das wollt ihr nicht haben. In P2, und das ist die healing-intensivste Phase überhaupt, deswegen im Progress used in P2 Bloodlust, damit die Phase schnell vorbei ist und probiert zu jeder Heatwave einen Cooldown zu benutzen. Einfach, um den Schaden rauszunehmen. Ob diese Heatwave gerade mit irgendwas zusammenkommt oder nicht, ist egal. Use dort eure CDs. Und wir haben bei der ersten Heatwave Raid Sack, bei der zweiten Raid Sack, bei der dritten Hymne und Self-CDs, bei der vierten Raid Sack. Wir haben das so gemacht, weil hier bei der vierten müsste, glaube ich, der Laser Barrage das erste Mal kommen und bei Hymne muss einer halt stillstehen. Bei der fünften Auron Mastery Fire von einem Heal Parler, bei der sechsten Auron Mastery mit Fire und bei der siebten, da wir mit einem Dissi und einem Holy dort spielen, der Holy als sechster Heiler, haben wir da nochmal eine Hymne mit Self-Tidis. Viel mehr sollten auch nicht kommen. Aber wenn ihr das schon mal raus habt, macht das eure P2 wesentlich einfacher. Für P3 teilt euren Warlock ein, teilt euren DK ein für den Assaultbot, teilt, oder ja, der Tank für die Boombots. Ihr könnt auch, wenn der Tank damit quasi überfordert ist, Junkbots zu tanken und Boombots, dafür irgendeinen anderen mit Taunt und viel AP machen. In der Regel ist dafür ganz gut gedacht ein DK, weil der viele CDs hat, AMS, Iceborne Fortitude, Bone Shield oder ein Feral, der in Bär geht und tauntet. Geht alles. Die Junkbots macht der Tank, einfach nebenbei einsammeln und umkleben. Und dann noch den DD einteilen, der den Assaultbot lootet und das Ding unter den Boss schmeißt. Für Phase 4... Ich würde die CDs einfach dann usen, weil da gibt in Phase 4 gibt es jetzt nicht diesen einen Moment, wo ihr ein Death-CD braucht, um eine bestimmte Ability zu verringern. Dort kommt die ganze Zeit halt Schaden rein. Wir würden es so machen, dass wir jeweils bei einer Frostbomb eine Raid-Sack benutzen und da würde ich es dann empfehlen, bei den Barrages ein Death-CD zu usen. Weil, wenn Barrage ist, müssen Leute laufen und während Leute laufen, können sie nicht heilen. Wenn es ein Heiler ist. Dort einfach ein bisschen den Schaden rauszunehmen durch eine defensiven Cooldown hilft auch. Ja. Und das wär's an sich für Mimiron. Ich weiß, ist viel.
guckt euch dazu was an, gerade wenn ihr Raid-Member seid, guckt euch was an, macht eurem Raid-Lead nicht so unnötig schwer und geht da rein und was ist das? Oder sterbt die ganze Zeit an diesen Easy-Abilities. Seid nicht dieser DD. Oh, also in komplett Ulduar. Seid nicht dieser DD, der an diesen One-Shots stirbt. Jeder Wipe kostet euch 10 Minuten oder so, länger. Der Bossfight geht hier wahrscheinlich 5, 6 Minuten. Das Dahinlaufen dauert 3, 4 Minuten. Das Buffen dauert eine Minute. Und Neumachen. Lasst es einfach. Spielt die Mechaniken. Hört auf, in Classic zu denken. Classic war bisher immer nur 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mechanik ist egal. 1, 2, 1, 2. Wenn ihr das so weitermacht, dann werdet ihr in Ulduar die Gilde sein, die auch in Sunwell an Brutalus gestorben ist. Die ganze Zeit. Oder keinen Boss gelegt hat. Wenn ihr erfolgreich in Ulduar sein sollt, müsst ihr dieses Mindset ablegen, dass Classic ja so einfach ist. Und dass man schlechte Spieler ja einfach durchcarryen kann. Das kann man vielleicht in 7-8 Wochen, wenn die anderen Ulduar-Gear haben. Aber mit T7-Gear könnt ihr das safe vergessen. Das funktioniert nicht. Das könnte knicken. So. Und das wäre es für Mimiron.